Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Runde von MTG, also Neros MTG Prognosen oder Let's Talk. Und diesmal möchte ich über ein kleines Themachen reden, was ich nämlich ziemlich interessant finde. Und zwar, es werden ja immer mehr Non-Basic Lands gespielt. Und dementsprechend hat sich gerade im Bereich Modern stark was durchgesetzt. Und ich denke mir, im Legacy werden wir das auch häufiger sehen. Und zwar, dass Karten gespielt werden, die alleine das Spiel machen, aufgrund dessen, dass der Gegner einfach nichts mehr spielen kann, denn er wird rausgehauen aus von diesen Karten. Das denke ich, welche Karten sind das? Und da gehen wir da direkt mal in den nächsten Schritt, denn es ist keine dieser Karte, die ihr hier vorne seht, sondern wir haben hier eine Suchmaschine und ich würde sagen, wir geben tatsächlich einfach mal, den Moon ein. Und zwar Mond. Da könnten wir einfach mal was sehen, was es am Moon gibt. Da gibt es ja halt verschiedene. Den gute alte Bad Moon, den gab es tatsächlich schon im Alpha, einfach nur Plus-Karten. Aber über welche Karten reden wir? Wir reden sowas wie Blood Moon, und zwar Non-Basic Lands. Also alle Non-Basics werden zu Mountains. Das heißt, alle, die nicht rot spielen, wenn diese Verzauberung kommt, sind automatisch draußen, außer sie haben noch farblose Sachen, Artefakte oder sowas, die sie spielen können. Ansonsten war es das. Aber ihr seht, das Thema Moon ist ein bisschen, hier wird sehr viel reingepackt. Alles, was irgendwie irgendein Mond im Hintergrund hat oder irgendwas mit Mond zu tun hat. Wir haben den Magus of the Moon als Kreatur zum Blood Moon, aber der Blood Moon ist tatsächlich langlebiger, was das angeht. Zum Beispiel für Path to Exile oder ähnliches. Deswegen wollen wir uns das Ganze mal auf drei Karten runter beschränken, die mehr oder weniger dasselbe tun können, aber mit unterschiedlicher Ausgangsart und Weise. Und zwar, wir haben, wie wir ihn schon gesagt haben, den Blood Moon, der einfach sagt, alle, die nicht rot spielen, können nur noch farblos spielen oder sind raus. Das ist tatsächlich eine Karte, die das Spiel Auto-Win, also gewinnen kann. Und dementsprechend, das kann ich mal gleich auch nochmal aufmachen, muss ich sonst einfach mal gucken, kann ich mal hier ein bisschen zurückgehen. Gibt es nämlich auch eine Promokarte inzwischen. Und zwar sortieren wir mal nach Preis, dann seht ihr auch schon, was ich meine. Und zwar gibt es den Blood Moon hier als Premium-Druck. Das ist, die Salties habe ich übrigens noch nicht gesehen, finde ich ganz interessant, die Karte. Ich meine, das Originalbild ein bisschen schöner. Teuer. Gut, sind auch nur 12 Stück angeboten, aber es gibt den Blood Moon, wessen Bild ich übrigens extremst schön finde. Also für eine dieser Karten ist das eine der gelungeneren Karten. Ihr seht, der Preis ist relativ hoch, in Euro ausgedrückt. Aber mal gucken, wie es noch kommt. Das ist das Originalbild, jetzt kann sich jeder aussuchen, eben halt, was er schöner findet. Hier, das ist dann der zweite, also das Original, die zweite Version, die dritte Version als Promo. Und ihr seht, da ist ziemlich hoch. Wie gesagt, die Karte gewinnt in Alleingang. Ist extremst geil, die Karte. Kann man nur empfehlen, falls man rot spielt, man mit Basic spielt oder eben halt nicht drauf angewiesen ist. Zum Beispiel Mono Red ist das die Karte schlechthin, um Games zu machen. Aber es gibt ja nicht nur den Blood Moon, sondern es gibt ja auch noch in anderen Farben eine Variante, mit der man das Spiel ähnlicher Art und Weise dominieren kann. Und zwar gibt es dann zum Beispiel die Contamination, das ist die schwarze Version des Blood Moons mit leichter Ein- und Ausgangslage. Sie kostet genauso viel, man muss aber während des Upkeeps eine Kreatur sacken, ansonsten ist die Verzauberung weg. Hat aber auch den Vorteil, dass nicht nur Basics betroffen sind, sondern dass jedes Land nur noch schwarzes Mana produziert. Ähnlich wie es beim Blood Moon Rotspieler sind, ist es hier tatsächlich egal, welches Land sind, sondern man spielt nur noch schwarz, schwarz oder farblos. Jetzt kann man das zum Beispiel mit Bitterblassem aufrechterhalten oder mit anderen Karten. Ihr seht, die Karte ist auch schon mit 10 Dollar ganz schön angestiegen, was hier die Online-Version angeht. Wir können hier einfach mal gucken, was die tatsächlich hier kostet. Konter, vielleicht ein bisschen schneller, so, Contamination. Und ihr seht, eine steigende Karte, dass das Äquivalent eben als Blood Moon nur im Schwarz ist, aber den Gegner tatsächlich trotz zum Beispiel Island, wenn er als Basic Land die Insel hat, kann man ihn trotzdem damit raushalten. Das bedeutet, wer kein Schwarz oder Artefakt mehr spielt, hat das Game verloren, solange man Kreaturen zacken kann. Und sowas wie mit Bitterblossom oder ähnliches, dieses hier aufrechterhalten, sollte, glaube ich, kein Problem sein, ist dann eigentlich auch ein Alleingang, ist also genauso derselbe Gewinner wie Blood Moon, nur im Schwarz. Kann man sich überlegen, ob man die spielen möchte, finde ich ganz nice. Man kann damit zumindest auch Zeit gewinnen. Beide haben natürlich den Vor- oder Nachteil oder was die Voraussetzung, dass sie überhaupt erst ins Spiel kommen. Jetzt gibt es das Ganze aber natürlich auch noch für andere Farben, und zwar ein bisschen anders, und zwar eine ältere Karte Back to Basics. Das Ganze ist natürlich in Blau und sagt Non-Basic Lands enttappen nicht während Tap Step. Hat natürlich erstens den Nachteil,
Jedes Land kommt ungetappt weiterhin ins Spiel und man kann das Mana einmalig nutzen, unter anderem um Back to Basics tatsächlich wegzumachen. Im Blau kann man allerdings auch countern. Wer also im Blau Islands spielt, sollte diese Karte eben halt drin haben. Damit kann man auch einige Gegner tatsächlich komplett aus dem Spiel halten, zumal er sich, wenn er sich austappt, man die Back to Basics hinlegt, so nach den ersten paar Zügen, ich würde mal sagen 4, 5, dann sollten normalerweise auch nicht mal so viele Länder nachfolgen, muss man einfach mal selbst überlegen. Und das kann auch schon sein, dass man damit dann das Spiel gewinnt. Er hat natürlich eben sehr schön, die Länder liegen da, aber er kann nicht mal mehr farbloses Mana daraus, also für Artefakte beziehen, weil die Länder einfach nicht enttappen. Das ist diese blaue Variante. Also wir haben jetzt Rot, Schwarz und die blaue Variante. Die anderen Farben hängen da tatsächlich ein bisschen hinterher. Denn ähnliche gibt es das tatsächlich nichts, die sich sagen, mir ist es scheißegal, welche Länder ihr Gegner habt, die machen einfach mal gar nichts mehr oder nur noch in einem begrenzten Umfeld, das ich vorher definiere, wie zum Beispiel sie enttappen nicht mehr, sie produzieren schwarzes Mana oder produzieren rotes Mana. Wobei eben halt mit Margus of the Moon man eben halt den Vorteil hat, selbst wenn die Länder reinkommen, produzieren sie nicht mehr das Mana und man muss nichts während des Upkeeps zecken oder bezahlen. So, das sind so die drei Varianten. Es gibt natürlich auch noch andere Karten, die man benutzen könnte oder spielen könnte. Ich überlege gerade, wie die jetzt gerade heißt. Das ist also gerade mein Problem. Es gibt im Grün eine Karte. Choke. Ja, wird mir CK am Ende geschrieben? So, Choke? Ja, nee, Schock. Nee, Schock will ich nicht, ich will Choke. Es ist eine grüne Karte. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich die halbwegs richtig geschrieben habe. Na, anscheinend nicht, scheiße. Wie schreibt man denn Choke? Nee, so nicht, das ist definitiv falsch. Ich weiß nicht, wie man sie schreibt, das ist gerade ein kleines Problemchen. Wir können ja mal die erweiterte Suche hier benutzen. Es ist, gute Frage, sie ist grün. Mana-Kosten sind 2 Green und es ist eine Verzauberung und dann würde ich auch mal direkt suchen wollen. So, ich weiß auch aus welcher Edition die tatsächlich ist, wenn ich das Editionszeichen jetzt nicht gerade überspringe oder überfliege. Ich glaube, die ist nämlich aus dem Urzar-Block. Ne, das ist sie nicht, das ist sie nicht, das ist sie nicht. Schade, dass hier nicht steht, wie viele Seiten die hat. Ah, nee, kann ich ja hier an den Namen auch schon tatsächlich sehen. Soll ich mal ein bisschen mehr darauf achten. War aber die, habe ich nicht gesagt, die soll rare sein? Okay, das so hilft uns das leider gar nichts, sehe ich gerade. Was einfach darin ist, dass ich keine Seltenheit angegeben habe. Rare müsste diese Weg gewesen sein. Mystic war sie nicht. Masterpiece auch nicht. Oh Gott, hier gibt es so viel. Okay, wir suchen mal nur nach Rares. Also ich glaube, das war eine Rare. So, damit haben wir das auf jeden Fall schon mal eingeschränkt. Jetzt haben wir natürlich hier... wieso gibt es so viele mit A, die genau so viel kosten? Das ist ja unglaublich. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ist das denn richtig? Hä? Das hat aber Scheiße gemacht, merke ich gerade. Ich habe das Gefühl, er hat... Ja. Ich habe doch Enchantment angegeben, Typ Enchantment. Und warum zeigt er mir ein Artefakt? Mana-Kosten? Habe ich hier auch eingegeben. Aha. Aha. Diese Seite funktioniert also gar nicht. Ha. Ha. Okay. Genau, Choke, so wird es geschrieben. Jetzt sind wir auch gerade... Okay, machen wir weiter. Ist blöd, jetzt wo ich sie tatsächlich geschrieben habe, ist mir das dann auch eingefallen, dass das natürlich totaler Scheiß war, was sie vorgeschrieben hat. Egal. Ist übrigens nicht aus dem Urza-Block, sehe ich gerade. Aber macht nichts. Auch halb so wild. Die gibt es übrigens auch noch hier als Reprint, als Masterpiece, falls sich jemand dafür interessiert. Masterpiece finde ich mal ganz schön zum Sammeln. Das sind eben halt die Sammlergegenstände, weil die immer halt von der Anzahl sehr wenig sind. Na egal. Die sagen zum Beispiel, dass Inseln nicht wären ihres Controllers. Das heißt auch Duels, die eben halt mit Blau drin sind oder so, enttappen nicht. Aber hier haben wir wieder mal eben halt nicht, dass das alle Länder betroffen sind, sondern dass genau nur, oh hoppla, nur gegen Blau gearbeitet wird. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt auf der Maus. Ich drehe durch. So, die falsche die Karte gegen Blau. Damit könnte man Blau direkt raushauen.
Das wäre eben halt noch eine grüne Alternative gegen Blau. Grün hat ziemlich viel gegen Blau tatsächlich drinne. Oder um weiterzukommen, ist Carpets of Flowers. Die ist für jede Insel im Pre-Commit-Step. Mana gibt eben halt. Ja, das sind auf jeden Fall so die drei Moons, die ich einfach mal... Da kann man sich jetzt einfach mal selber Gedanken machen, ob man sich darüber nicht ein Deck bauen möchte oder ob das nicht tatsächlich der Step nach vorne ist. Zum Beispiel gerade Contamination ist im Preis gestiegen. Wir haben es ja vorne gesehen, zwar nicht so besonders doll, aber trotzdem, die Karte war deutlich weniger wert und ist weiter am Steigen. Denn wir kriegen immer mehr neue Karten. Und was ist tatsächlich der beste Weg, um sich gegen immer mehr neue Karten zu wappnen, indem man auf die Mana-Base losgeht? Denn... Man kann nicht gegen alles vorgehen, man kann nicht gegen jeden neues Archetyp vorgehen, aber man kann gegen die Mana-Base vorgehen. Und ich denke mal, das ist ein Trend, der sich auch in Zukunft weiter fortsetzen wird. Bedeutet, jeder, der in diese Richtung schon mal vorgesorgt hat, sein Deck gegen die Archetyp und gegen dieses Land Destruction, auch diese Art von denen, ich glaube, der ist auf der sicheren Seite. Was hilft dir die beste Karte, wenn du sie nicht casten kannst? Könnt ihr euch mal Gedanken machen, ob euch noch irgendwelche Karten einfallen, die bezüglich 3 Mana Moon technisch, wie diese drei Karten sich ja hier tatsächlich vorbewegen, tatsächlich unterwegs sind. Ihr könnt gerne mal eure Ideen unten reinschreiben, ihr könnt ja auch mal gerne sagen, was euer Trendidee ist und mich würde das gerne überraschen. Darüber können wir gerne dann diskutieren. Ich hoffe, der kleine Mini-Beitrag war relativ interessant. Das ist so eine Sache, die mir die letzten Tage durch den Kopf gegangen ist, weil immer mehr Decks Moon-Decks spielen und auch hier die Contamination tatsächlich mal ein bisschen in den Vordergrund getreten ist. Da dachte ich, was ist eigentlich mit Back to Basic? Die gehört ja in diese Reihe rein. Und dann ist mir eingefallen, es gibt ja diese ganze Reihe und ich nenne sie die Moon-Karten, wobei die natürlich hier nichts mit Moons direkt zu tun haben. Deswegen meine ich, wenn man am Anfang Moon eingibt, findet man das nicht direkt. Aber hier habt ihr diese Karten, die dann doch sehr krass hervorstechen und das Spiel stark beeinflussen können. So. Einfach mal ein bisschen mit euch gequatscht, was mir tatsächlich bei den Moon-Karten, die ich gesehen habe, durch den Kopf gegangen ist. Ich hoffe, es war interessant. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, falls ihr mehr sowas sehen wollt. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss!